Hey ihr Lieben, hier ist wieder eure Julia von Händchen in Hand. Und heute habe ich einen tollen Impuls bekommen, den ich gerne mit euch teilen möchte. Also wer sich generell für meine Sachen interessiert, kann gerne mal in der Videobeschreibung vorbeischauen. Da ist meine Homepage verlinkt, mein Instagram und mein Telegram-Account. Und ja, lasst gerne ein Abo da, ich freue mich super. Und heute geht es um einen wichtigen Impuls, den habe ich von meiner Mama bekommen, vielen Dank dafür, weil sie meinte, dass eigentlich immer alle so über die Helikoptereltern schimpfen. Ihr wisst ja, dass ich dieses Labeling sowieso nicht gut finde, weil das, habe ich auch in anderen Videos schon gesagt, eigentlich nur eine sehr bequeme Art ist, unbequeme Eltern loszuwerden. Also, dass sich immer alle über diese Helikoptereltern aufregen, aber dass wir ganz übersehen, wer eigentlich hier der Superhelikopter ist, der immer um unsere Kinder rumschwirrt. Das ist nämlich die Schule. Weil, also auch nochmal in Bezugnahme auf das vorletzte Video, was ich hochgeladen habe, da ging es ja um diese externalen Kontrollüberzeugungen. Also, dass die Kinder das Gefühl haben, dass sie in ihrem Leben nichts mehr selber kontrollieren können, weil sie unter anderem ihres eigenen natürlichen Spiels beraubt werden durch diese durchstrukturierte und durchgeplante Zeit von den Erwachsenen. Und diese externalen Kontrollüberzeugungen sind stetig gewachsen, proportional zur Beschulung und zu immer mehr Ganztagsschulen. Also schaut euch das Video gerne nochmal an, ich verlinke es euch oben. Das geht dann nochmal ein bisschen tiefer da rein. Also die Schule ist eigentlich das, was unsere Kinder gängelt und nicht in Ruhe lässt und keinen Freiraum gibt. Ja? Und es gibt natürlich verschiedene Phänomene, dass zum Beispiel Eltern dann auf dieser Schulwelle mitreiten und auch immer mehr durchstrukturieren wollen, Wochenpläne auch zu Hause für ihre Kinder machen mit Belohnungsstickern und so weiter. Und diese Schule, die eigentlich vortäuscht, ja, dein Kind ist unabhängig, wenn es in die Schule geht und frei von dir und das Kind braucht diese Unabhängigkeit. Ja, das ist ja, was uns eingeredet wird. Ja, das Kind muss selbstständig werden, das Kind muss auf sich allein gestellt auch mal sich verteidigen. Ja, nun ist Frage Nummer 1, wie gut kann sich ein Kind verteidigen? Zum Beispiel ein Erstklässler, wenn irgendein Konflikt in irgendeiner Form auftritt, wie gut kann sich dann wohl ein Kind verteidigen? Wenn der Lehrer sagt, nö, machen wir nicht, ne? Kann sich nicht so gut verteidigen. Und dann ist es natürlich auch so, dass diese Selbstständigkeit, die uns vorgegaukelt wird, die unser Kind dann dort erlernt, das ist für mich eine Scheinselbstständigkeit, denn natürlich sind die Kinder dann etwas unabhängiger von ihrem Elternhaus, aber sie werden ja wieder in die nächste Abhängigkeit gedrängt, nämlich in die Abhängigkeit von ihrem Lehrer und von ihren Mitschülern, was der über sie denkt, was die über sie denken, und in diesem Löwenkäfig müssen sie sich dann zurechtfinden, und dann entwickeln Kinder natürlich Überlebensstrategien, die aber nicht unbedingt für ihre Selbstständigkeit positiv sind, sondern ganz im Gegenteil, die dann eher dazu führen, dass die Kinder in die Unselbstständigkeit getrieben werden, weil sie Angst haben, eigene Wege zu gehen, weil sie Angst haben, Dinge falsch zu machen. Und das ist wirklich sehr paradox und das sollten wir uns echt mal überlegen. Ja? Diese Unselbstständigkeit, in die wir unsere Kinder wieder reindrängen. In der Schule wird uns doch alles diktiert, ja? Da wird uns diktiert, wann wir auf Toilette gehen dürfen. Ich sage es immer gerne nochmal, weil ich das grauselig finde und ich hoffe, es ändert sich bald. Wann wir essen dürfen, wann wir trinken dürfen im schlimmsten Fall. Es wird uns diktiert, was wir lernen sollen. Es wird uns diktiert, wann wir aufhören sollen, das zu lernen, weil dann das nächste Fach dran ist. Es wird uns diktiert, wie wir mit unseren Mitschülern umgehen, wann wir uns zu entschuldigen haben. Es wird uns diktiert, wenn wir zu laut sind, wann wir zu leise sind, ja, sei doch mal nicht so schüchtern, sprich lauter, ja, also ich nehme an, einige, die hier zuhören, haben diesen Satz bestimmt von ihrem Lehrer oder von ihrer Lehrerin des Öfteren gehört, sprich doch mal lauter, man hört dich nicht.
Und dabei ist das Kind in seiner Seinsweise eigentlich eher leise und dann ist das in Ordnung, ja. Wenn wir alle laute Menschen wären, dann wäre es ganz schön laut insgesamt. Es wird uns auch noch vorgeschrieben, wie wir uns selber sehen. Ja, es gibt schöne Noten, in Anführungsstrichen, und die sagen uns dann, was wir von uns selber halten. So, und dann kommt doch bitte nochmal ein Lehrer und sagt mir, Eltern sind Helikoptereltern. Ja, nur weil Eltern vielleicht mal dazwischen gehen und sagen, okay, liebes Kind, diese Note akzeptiere ich so nicht. Ja, da will ich mal nachfragen. Und das sind dann Helikoptereltern für Lehrer, ja. Und das ist eigentlich so paradox, dass es schon fast wieder lustig ist, aber es ist natürlich in den entsprechenden Situationen für Eltern und Kinder ist es überhaupt nicht lustig. Und die Schule, also so wie sie sich jetzt darstellt für uns, ja, diese normale Schule, in die der Großteil der Kinder geht, die ist eigentlich der Superhelikopter. Und letztlich habe ich ja auch schon mal gesagt, dass die Eltern so gelabelt werden, um sie loszuwerden. Ich habe auch ein schönes Video gemacht, nie wieder stell dich nicht so an, oder nee, ein anderes, nicht stell dich nicht so an, ich hatte einen anderen Satz. Es gibt ja viele solche Sätze und darüber hatte ich auch mal ein Video gemacht. Oder hab dich nicht so, ja, das verlinke ich euch auch mal oben. Und letztlich ist es einfach bequem, Eltern zu labeln und loszuwerden, um dann selber die Kontrolle zu übernehmen. Weil warum wollen denn Lehrer nicht, dass Eltern morgens in ihrem Klassenraum mit rumschwören? Also wenn zum Beispiel ein anderer Lehrer im Raum ist, scheint es die Lehrer nicht so zu stören. Aber die Eltern, die sollen immer so schnell wie möglich rausrufiert werden. Und warum? Damit sie selber wieder die Kontrolle haben in ihrem Klassenraum mit ihren Kindern. Aber es sind ja gar nicht ihre Kinder. Also ich meine, es ist schön und ich habe auch immer zu meinen Kindern gesagt, das sind meine Kinder. Ja, das ist, dieses Gefühl ist schon da, aber nicht so besitzergreifend, so von wegen, ja, jetzt mal raus hier, ja, ich bin hier der Chef, so. Nicht gut. Also, jedes Mal, wenn euch jemand sagt, ihr seid Helikoptereltern, dreht den Spieß einfach rum und sagt, nein, du, der mich loshaben will, der will über mein Kind dann die Kontrolle haben. Und nicht andersrum, ja. Und letztlich ist natürlich das Erwachsenwerden unserer Kinder ein fortwährender Prozess der Selbsterkenntnis und der Konflikte und des sich Freischwimmens natürlich, ja. Natürlich haben wir Eltern Beschützerinstinkte, das ist auch ganz normal. Und zumal in diesen, wie soll ich sagen, entfremdeten Zeiten, wo eigentlich nirgends mehr wirklich sichere Orte für Kinder sind. Ja, Straßen überall, Autos überall, kaum noch Natur, überall Ecken und Kanten, wo man sich wehtun kann. Gerade auch für die kleinen Fliesen, Laminat, alles nicht wirklich weich wie Waldboden, ja, sage ich jetzt mal, oder kindgerecht. So, dass man einfach auch mal ohne Beaufsichtigung das Kind mal krabbeln lassen kann. Und ja, manche sagen dann, naja, dann fahren wir halt ins Krankenhaus. Okay, das kann jetzt jeder so sehen, wie er möchte. Aber wir müssen uns dessen bewusst sein, wir sind in einer nicht unbedingt Ja-Umgebung für unsere Kinder, weil wir viel verbieten müssen. Du darfst nicht allein über die Straße oder du darfst nicht einfach auf die Straße. Du darfst hier keine Blume abpflücken, du darfst dort nicht reinlaufen, weil das Haus gehört jemand anderem. Also wir sind in einer Umgebung, wo ja auch Kinder nicht so viel zählen. Ja, also es gibt auch Radfahrer, die total rücksichtslos fahren, wo man wirklich aufpassen muss. Und es gibt Leute, die ihre Hunde freilaufen lassen. Das ist für uns vielleicht nicht so schlimm. Aber wenn so ein großer Hund auf so ein kleines Kind zugelaufen kommt, das ist auch, ja, kann traumatisch sein. Ja. Und einfach dieses Bewusstsein dafür zu haben, dass alle Menschen sich mit drum kümmern und dass alle Menschen mit für unsere Kinder da sind und nicht sagen, hey, du übertreibst jetzt aber mal hier mit deinem Kind, ja, geh mal weg, damit ich hier wieder übernehmen kann und deinem Kind dann wieder eintrichtern kann, was richtig und was falsch ist. Also so kann es eigentlich nicht mehr laufen und mehr Eltern merken das. Und wenn es dir auch so geht und wenn du das auch so siehst, dann teile bitte das Video. Auf meinem Kanal gibt es ganz viele Inhalte zum Thema Bildungsfreiheit. Es gibt auch ein schönes Lied zur Bildungsfreiheit. Das verlinke ich euch auch nochmal oben. Und ja, ich freue mich über alle, die dazukommen. Lasst uns die Welle größer werden lassen. Der Eltern, die endlich sich einfach trauen,
von mir aus nennt es so, Helikoptereltern zu sein, die sich endlich trauen, ihre Verantwortung wieder wahrzunehmen und sich nicht mehr wegschicken lassen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen bis hierher. Eure Julia. Tschüss.